Hier haben wir eigentlich eine idyllische Situation, einen Waldrand, könnte aber auch an einer Grünanlage sein oder an der Wiese. Man sieht hier drumherum schon, das Gras wird braun. Jetzt ist es so, die Feuer entstehen eigentlich immer am Boden und wir haben überall im Moment dieses entweder trockenes Gras oder trockenes Laub, in dem ein Funke genügt, das anzuzünden und das wirkt dann wirklich wie ein Brandbeschleuniger. Wenn das dann an ist, dann springt das Feuer auf die nächste Stufe um. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal ein Lagerfeuerchen angezündet, aber dann fangen auch diese Äste an zu brennen. Und wenn das dann angezündet ist, dann springt nachher das Feuer, wenn es wirklich trocken ist, in die Vegetation und springt in den Kronenbereich der Bäume rein. Und dann passiert das, was man im Fernsehen so mal sieht, große Brände, die dann auch kaum noch zu stoppen sind.